Warum du niemals erfolgreich wirst, wenn du nicht folgenden Punkt beachtest. Wahrscheinlich willst du erfolgreich werden. Und wie du Erfolg definieren magst, vielleicht willst du Millionär werden, willst ein schönes Haus haben, eine Familie haben, du willst deine Gesundheit erlangen, du willst deine Gesundheit beibehalten. Erfolg ist total frei wählbar und Erfolg ist das, was es für dich ist. Die meisten Menschen aber wollen nicht, dass du erfolgreich wirst. Womöglich denkst du, ja, Moment mal, wie, die meisten wollen nicht, dass ich erfolgreich werde. Meine Familie auch etwa nicht? Ja, die wollen es nicht. Deine Freunde? Ja, die wollen es auch nicht. Und ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, warum die meisten nicht wollen, dass du erfolgreich wirst. Man sagt ja immer, ja, Neidgesellschaft, die Menschen haben sich geändert aufgrund des Materialismus, der Kapitalismus, die meisten scheißen auf den anderen. Es ist viel mehr als das. Es wäre nämlich eine zu einfache Antwort. Der Grund, warum die meisten nicht wollen, dass du erfolgreich wirst, ist der, weil die meisten sich selbst den Erfolg nicht zutrauen. Sie sagen Nein zu sich und Nein zum Leben. Sehr, 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 sehr wenige Menschen sind aufrichtig und sehr, sehr nackt. Also nackt in dem Sinne, rein wie die Seele, rein wie eine Seife und sagen dir, ey, ich vertraue dir, du wirst erfolgreich und du hast den Erfolg verdient. Und sowas kommt wirklich nur von Menschen, die Ja zu sich und Ja zum Leben sagen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung reden. Damals mit meiner Clique, alles super, toll, wir haben super verstanden. Bis ich dann so im Vertrieb angefangen habe und über große Zahlen gesprochen habe und gesagt habe, ich will 5.000 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro im Monat verdienen. Und ich habe mich verändert persönlich. Meine Fähigkeit zu denken, meine Einstellung, ich bin positiver geworden, ich habe gelernt, Probleme zu lösen, anstatt auf Probleme herumzureiten. Und das war schon zu viel. Und dann kamen Sätze wie, das schaffst du doch nicht, sei mal realistisch, hör doch auf, such dir einen Job, arbeite von 9 bis 17 Uhr, hast du keine Kopfschmerzen. Ja, gut gemeint. Nein zu sich, nein zum Leben.